Cottbusverkehr über die Feiertage. Ab Montag gilt ein spezieller Feiertagsfahrplan. Am 23., 27. und 30. Dezember werden die Regionalbuslinien bei Cottbusverkehr nach dem Ferienfahrplan verkehren. An Heiligabend und Silvester fahren Busse und Bahnen hingegen nach dem Samstagsfahrplan. Über den genauen Silvesterfahrplan wolle man rechtzeitig informieren. Klar ist hingegen schon, dass vom 30. Dezember bis 2. Januar die Fahrscheinautomaten wieder außer Betrieb genommen werden. Der Grund ist Vandalismus durch Feuerwerkskörper. Rettungsaktion für Rollo-Kunstsammlung. Das Brandenburgische Landesmuseum für Moderne Kunst verfügt über eine große Sammlung an Kunst, die auf Rollos aufgetragen wurde. Ein beliebtes Mittel in der DDR, da sie leicht zu beschaffen und zu transportieren waren. Nach mehr als 30 Jahren nagt aber mittlerweile der Zahn der Zeit an den Kunstwerken. Sie müssen restauriert werden. Der Förderverein des Museums ruft deshalb zu einer Spendenaktion auf. Für Restaurierung und Lagerung werden 7.700 Euro benötigt. Auch Patenschaften sind möglich. Ansprechpartner ist der Förderverein. Russischer Abend im Großen Haus. Nach langer Pause führt das Staatstheater Cottbus wieder das Stück Onkel Wanja auf. Die Tragikomödie von Anton Tschechow wird an diesem Freitag, den 20. Dezember, gespielt. Los geht es um 19.30 Uhr. Inszeniert wird das Stück von Regisseur Jo Fabian. Karten sind noch erhältlich. Die nächste Vorstellung von Onkel Wanja ist erst für den 14. März geplant.